16, dann wechsle ich jetzt nach oben. Ja, vorziehen, vorziehen, vorziehen. Ja. Jetzt mache ich den Typen platt. Greif mal an, machen wir eine Viererfinte. Ja. Jetzt wollen wir es aber wissen. Sklaventod auf die 16, Viererfinte nicht geschafft. Gut, dann nimmt er jetzt einmal Schaden. Das ist nur locker flockige 6. Ich nehme an, das geht durch seine Rüstung. Ja. Vergiftet, ne? Richtig, und dann haben wir jetzt eine KK-Probe. Es müsste um Schwert um die 18 ablegen. Ich schau noch mal ins WDA, wenn du möchtest. 1, würfel erst noch und dann. 4. Du hast geschafft. Warte, dann muss ich jetzt schauen, was die Niederwirkung war. Warte, Schlafgift. Er ist nicht aus der Nummer raus. Trotzdem, kannst du mal nachgucken. Nur raus, hier, warte, und zwar. Nach 3 Kampfrunden fällt er in einen Tiefschlaf. Ja, wir haben ja extra, das Gift geupgradet. Wie, vorher bin ich tot? Sanix Kugris, Abel, mir ist vermutlich verschwunden schon, ne, in den Schatten? Ich mache den Schritt mal und will den Schatten verschwinden. Ich will vorziehen, wenn er nicht nichts weiter macht. Doch, ne, natürlich macht er was. Ansonsten schmeißt er... Ich will vorziehen. Ja, dann mach. Ja, ich verschwinde, ich trete in Vexalis Schatten und tauche in seinem Rücken auf und wurde 2 Attacken an auf ihn, sein Rückgrat, von hinten. Okay. Krieg ich die 8er Erleichterung? Ja. Nee, 8 sowieso nicht. Wenn, dann überhaupt 4. Ich überlege gerade, wie er sich wehrt. Er kriegt mich gar nicht mit, dass ich hinter ihm stehe, oder? Du hast vorgezogen. Du hast erstmal vorgezogen. Ja, das heißt, er kann nicht parieren. Ich bin in seinem Rücken, aber er sieht mich da gar nicht. Er guckt zu mir hin und ich bin natürlich weg. Ja, dann mach doch einmal deinen Angriff. Wie gesagt, habe ich jetzt 2 Attacken oder 1 Attacke? Wenn du aus dem Schatten auftauchst, hast du eine Aktion benutzt. Wieso? Die Zauberdauer ist ja schon die Aktion Schritt zwischen drin in der Zauberdauer. Weil ist das mit einer freien Aktion? Es ist gar nicht, das gehört zum Zauber. Es gehört die Zauber. Diese Kampfrunde taucht er da ab mit auf mit seinen regulären Aktionen. Okay, das wollte ich wissen. Also, es ist ein Schritt, aber es gehört zur eigentlichen Gestik. Dann wollte ich das einfach nur wissen. Gut, dann hau rein. Gut, ich mache jetzt mal eine 4 Erleichterung. Ich hatte die 4er durch die Attributo. Ich habe eine 8 Erleichterung und die wurde ich auch. Ich bin dann bei 26, würde eine 8er Wurfschlag ansetzen. Ja, er hat Gefahreninstinkt. Er macht Ausweichen. Zumindest ein freies Ausweichen. 8er Wurfschlag. Später um 4 dann für Distanzklasse. 17, nicht geschafft. Dann kriegt er, ich hätte jetzt plus 4, plus 8 und plus 12. Ja, Moment, ich muss gerade seine aktuellen Lebenspunkte nachtragen. So, wie viel Schaden bekommt er? 20? 20 Trefferpunkte. 20 Trefferpunkte, gut. Aus dem ersten ist der erste Attacke. Ja. Zweiter auch gleich? Kannst du. Ich muss gerade überlegen. Nee, er löst sich aus dem Kampf und macht eine Aktion Position. Dann kriegt er einen Passierschlag. Ja, oder? Einen Passierschlag kannst du ihm gerne geben und da springt er hier runter. Er springt? Darf ich beim Passierschlag irgendwo schon anderen? Nee, wahrscheinlich nein, nein. Kann man sagen, ein Passierschlag. Attacke plus 8 bzw. plus 10. Nicht getroffen. Mhm. Ist gelungen. Ich habe eine Attacke jetzt von plus 4 sind bei 22, das ist trotzdem gelungen. Ja, nee, der ist er noch erschwert durch seinen Kampfreflexe, Kampfgespür, genau. Aufmerksamkeit, was auch immer er hat. Genau. Also es ist eine normale Attacke plus 8 und dann nochmal deine minus 4. Also ist es nicht geschafft. Warte. Du hast aber noch eine ganze Aktion, ne? Moment. Das war nur eine freie Aktion. 8 minus 4? Aber dann hat er ja noch den 23er. Warte, wie hoch wird durch die Körperkraft jetzt dein Attacke wert? 22. Also, erst einmal, du kannst es doch ganz einfach rechnen. Also 18 plus 8 sind 10 und dann wieder minus 4 ist auf der 14. Reicht nicht. Ja, aber kriegt er noch die Erleichterung, weil er von hinten angreift? Ach so. Also ich weiß nicht, ob die Passierschlägen drin ist. Nö, eben, würde ich nicht sagen. Okay, dann nicht. Dann nicht, okay. Das ist ja ein Passierschlag, das ist ja alles drin. Ja. Ist aus dem Kampf lösen. Gut, dann hast du noch eine Aktion, aber. Ich würde mir her spielen natürlich. Ja, zur Position. Gut, das war. Ich muss gerade überlegen, die Dukatengardisten hatten noch gar nicht. Die hatten noch gar nicht. Zieh mich mal zu ihm hin jetzt, oder? Ja, kannst du machen. Jalan, du hattest ihn angegriffen, ne? Mhm.
Der ist aber nicht tot. Mhm. Er kann noch ganz normal angreifen. Mit einer Attacke plus 6. Ja. Finte 4. Ein Waffner muss der PA. Ja, ich hab's noch nicht geschafft. Ich schon. KK plus 10. 1. Der hat echt einen Busel, Alter. Was ist eigentlich die Wunschlinie von Talix und mit gerade bei 20 Trefferpunkten? Mehr als du hast. Okay. Das ist ein berechtigter Einwand. Ich kann gerade mal eine Selbstbeherrschungsprobe würfeln. Kurz zu den Werten von Zadig, von Salix. Mut 17, Klugheit 18, Intuition 18. Ne? Also, aber jetzt interessieren mich die Werte von Zadig mehr. Also der Typ ist körperlich nicht so gut aufgestellt, aber auf alle Fälle sein Mut und Intuition sind krank. Gut. Du hattest pariert, du hattest... Das Schwert ist noch in der Hand. Salix ist dran. Der hatte schon sich bewegt, der hatte ausgewichen. Ich glaube, eine Aktion habe ich noch. Ich habe einmal pariert. Nee, ich habe mich bewegt mit Aktion Position. Dann bin ich damit durch. Die Kid Makabur sind dran. Ist dein Guardian noch? Ja, Meister, gibt's mir. Dein Guardian muss noch nicht. Doch, das ist immer noch an. Wie viele Schildpunkte? Eine Spielrunde. Acht Schildpunkte immer noch. Acht Stück? Ja. Okay. Dann kommen trotzdem jetzt hier die Sturmangriffe. Und gegen den wird das wohl kaum. Gegen den Galliano werden sie das wohl treffen. Ja, damit auf alle Fälle. Plus 4 plus die Geschwindigkeit sind auf alle Fälle 3 Schild. 3 Schildpunkte? 2. 2 Schildpunkte. Und 6. Jeweils 2 Schildpunkte. Also, ach, jeweils? Ja, klar, zwei. Jeweils. Nur 4. Genau. Fexarius ist runtergesprungen und kümmert sich um Diamantis. Der ist jetzt hilfreich und versorgt den Ausblutenden. Abelmir ist fertig. Rodrigo ist noch nicht dran gewesen. Rodrigo und Rafim, ihr trefft euch in der Mitte? Ja. Der Kampf beginnt. Was macht denn mein Großmeister, um mir auf die Schnauze zu hauen? Er kämpft auch mit Umreißen. Dieser Bastard! Er hat sich natürlich informiert und von ihm habe ich es vermutlich. Ja, vermutlich. Kommt ich ja habe ja nicht nur den Tripper. Kommt ja nicht von ungefähr. Umreißen ist eine Attacke plus 8, ne? Es sei denn, er hat den gleichen Waffenmeister wie ich, was ich jetzt für nicht unwahrscheinlich halten würde, aus, weil ja, vermutlich habe ich meinen Waffenmeister gut, von ihm. Ich gut. Ja, finde ich gut. Dann mache ich Umreißen, Finte. Umreißen genau. Plus 4, Finte 4. Umreißen und Finte 4. Er hat einen Schicksalspunkt. Er ist Rodrigo de Lazar, er hat einen Schicksalspunkt. Natürlich. Jetzt die 18. 7. Ja, das schafft er natürlich. Dann habe ich jetzt. Finte 4 hast du angesagt, korrekt? Finte 4. Ich denke nicht, dass du ihn parieren darfst. Wieso nicht? Er ist bestimmt ein großer Gegner. Ja, ich auch. Ja, das ist egal. Nirgendwo steht, dass große Gegner parieren dürfen. Och, die sind für sich. Das steht aber nicht im Buch. Ja, ist gut, mach ruhig. Das wow. Ist schon ziemlich dumm an der Stelle. Ich habe eine um 12 erschwerte Parade. Du musst erstmal eine Mutprobe ablegen, plus 5. Will er auch eine Mutprobe um 18 ablegen? Er ist immun. Er hat die schon abgelegt. Er hat eine optimatische Rüstung an. Okay. Natürlich ist das gelungen. Ich wollte aber nur gewürfelt haben. Ja. 12er Parade. Ja, das ist. Das schaffe ich nicht. Das schaffst du nicht. Dementsprechend darf es Schaden machen. Was machen die? Ich muss gerade gucken. Ich habe die 2w6 plus 9 macht die Standard sicher. Seine macht sicherlich 2w6 plus 11. Ja, also ich mache 2w6 plus 6, aber weil ich halt im Halbschwert kämpfe. Wenn er auch im Halbschwert kämpft, verliert er 2 Punkte Schaden. Ja, aber dann nehmen wir wieder runter, dann ist er wieder bei 9. Er muss im Halbschwert sein, weil er umreißen möchte. Genau. 14. 5 plus 9 sind 14. Genau, eine um 14 erschwerte GE-Probe. Ja, ich lande natürlich auch. Das schaffe ich natürlich nicht. Gut. Ich lande auf meinem Arsch. Ja, du verlierst die Initiative. Jetzt fängt das auch mal an, zum Glück. Genau. Jetzt weißt du, wie wir uns fühlen, du Saftsack. Ja, was weißt du, von wem ich das gelernt habe? Von Papa. Und Papa zeigt mir gerade, wie es geht. Warte, wie viel? 2W6, ne? 7 Punkte Inni verliere ich. Oh, ist das befriedigend. Möchtest du aufstehen?
Natürlich. Okay, versuch aufzustehen. Gewandheitsprobe. Wohl, warte mal. Fuck it, ich kämpfe im Liegen, Bitch, komm. Verdammt, jetzt auch das umreißen. Ja, komm. Ich versuche auch, ihn umzureißen. Oh Gott, ist das unwürdig. Attacken aus dem Liegen sind nur ein Dreierschwert. Nur drei? Ja, das ist mir doch egal. Mhm. Und Parade ist um 3 erleichtert für Rodrigo. Oh, das ist gut. Das ist nicht so lange gut, bis Christ. Die Achterschwellen, das reicht halt bei ihm nicht. Das bringt mir nichts. Das brauche ich nicht versuchen. Das ist nur so lange gut, bis Rafim ihn jetzt wegrettet. Ja, komm. Ich gebe ihm umreißen nochmal eine Zweier Finte mit rein. Aua! Na, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Aber ich habe es nicht geschafft. Hast du nicht noch einen Chip? Nein, ich habe keinen Chip. Oh. Ja, du hast noch eine Aktion, ne? Die musst du jetzt auch ansagen. Ich hau dir halt vorher irgendwas rein. Ich überlege gerade mal. Windmühle geht, ne? Nicht gegen Umreißen, nein. Ist keine Wuchtschlag-Variante. Windmühle geht gegen Wuchtschlag, Niederwerfen, Sturmangriff und Hammerschlag. Es geht nicht mal auf Wuchtschlag-Variante, sondern nur auf diese vier Dinge. Ja, ist keine Wuchtschlag-Variante. Du kannst also nicht mal eine Windmühlen. Kann ich denn jetzt einen anpinnen? Geht das jetzt? Festnageln? Ja, mit einer Bohrensichel? Eigentlich nicht, aber es ist zumindest glaubwürdiger. Was möchtest du mir empfehlen? Es ist zumindest glaubwürdiger, wenn du sagst, dass er hier einen Waffenmeister für hat. Gezielter Stich? Hammerschlag. Boah, Junge. Das ist Rafim, der hält das aus. Na gut. Wenn der Junge mich in einer Runde wegmacht, alles cool. Hammerschlag. Ja, dann macht er einen Hammerschlag. Den kann ich ja ganz normal würfeln, erstmal 2 getroffen. Ja, ich versuche den natürlich zu parieren, um nicht zu sterben. Erschwert 3, weil du am Boden liegst. Ja, kein Ding. Okay, dann hast du pariert, dann hast du angegriffen, dann bist du fertig mit deiner Aktion, ne? Genau, und jetzt drückt er mir noch einen Hammerschlag. Ich hab noch einen Hammerschlag. Weil er ein Bastard ist. Ich hab die 2 nicht mehr. Hammerschlag kostet 2 Aktionen, das wisst ihr. Ah, okay, nice. Da krieg ich keinen Hammerschlag. Ich hatte doch nicht erwartet, dass du deinen Finte reinlegst. Das ist deine Schuld, Frosty. Ich hätte ihn gekillt. Ja. Nein, aber nicht mit der 6. Mit der 6. Nicht stimmt, mit der 6. Die 13er Finte. Gut, die 13er Finte hättest du aber schaffen können. Dann sind wir da fertig. Und wir machen weiter an der Front. Jalen ist schon fertig. Boltax hat vorgezogen. Lukan Keseder. Sudami. Ich ziehe vor. Ich mache einmal Aktion Position, denn das muss ich, bevor ich wieder andere Dinge tun kann. Gehe also wieder auf den alten Wert zurück. Mhm. Nee, das ist keine Orientierung. Was ist es dann? Bleibe ich, wo ich bin. Genau. Du kannst es miteinander verbinden, wenn ihr mich nicht täusche. Weiß ich nicht. Wenn das da irgendwo steht, ja. Ich weiß es auch nicht so genau. Also ich dachte immer, das wäre in eines gebacken, wenn man so und so, wenn man gewisse Sonderfertigkeiten hat, aber ich kann es jetzt nicht genau sagen. Müsstest du sie, also kann sein, würde ich jetzt einfach verschieben. Du brauchst es auch nicht bei der 37. Ja, wir werden sehen. Dann hebe ich endlich den Säbel auf, aber der bringt mir keine dritte Aktion mehr und mache mich darauf gefasst, frei auszuweichen. Genau. Dann, du kannst nicht mehr angreifen, dann gebe ich dir eine... Moment, warum hast du denn überhaupt jetzt die Aktionposition gemacht? Weil ich einmal frei ausgewichen bin. Ja klar, aber du willst ja jetzt sowieso nicht mehr angreifen. Warum machst du sie also? Man darf nichts anderes tun, außer weiter frei angreifen. Das schließt Säbel aufheben mit ein. Für Säbel aufheben, das war keine Kampfaktion. Ja, aber sie hat's gemacht. Ja, gut. Ich dachte, ich muss. Ich find das richtig. Finte 8. Scheiße. Warum mache ich eine Finte? Sag mir mal, warum ich eine Finte angesagt habe. Weil sie jetzt trotzdem frei ausweichen. Weil du frei ausweichen kannst, ja. Musst du aber nicht. Und dann habe ich noch eine Aktion. Ich habe sogar noch mehr Aktionen. Einen ganz normalen Angriff, um abzubauen. Das ist geschafft. Da kannst du jetzt normal ausweichen gegen. Okay, das war der normale Angriff ohne irgendeine Erschwernis. Um die Erschwernis abzubauen, genau. Okay. Wo es dann ausweichen wird? 26. Oh Gott. Und dann. Ich bin ja Klingentänzer. Bist du? Dann mache ich mal. Du kannst diese Aktion nichts mehr machen. Finte 10. Wow. Gut, dann weiche ich weiter aus. Schauen wir mal.
Und du verlierst weiter Initiative, weil du frei ausweichen musst. Okay, es ist gelungen. Dann bin ich jetzt durch und kümmere mich darum, den Initiativeverlust einzutragen. Genau. Zweimal frei ausgewichen, zweimal Initiativverlust. Dann sind wir in der nächsten Kampfrunde. 15, Rafim. Stoppe ich sie vor? Nee, ich will erstmal wissen, was du tust. Ich versuche ihn umzureißen. Gut. Du versuchst ihn umzureißen. Ich mach mal. Der verbraucht zwei Aktionen, der Hammerschlag, ne? Mhm. Ja, das ist ja. Blödsinn. Das würde ich an seiner Stelle nicht machen. Ich würde mich einfach schlagen. Du kannst halt erstmal gucken, ob er überhaupt. Genau, wir gucken mal, ob du triffst. Genau, das würde ich an seiner Stelle auch machen. Ich erschwere mir das Ganze wieder und den. Die Finte mit einer Zweier-Finte. Insgesamt um. Ja, okay. Eine 10. Ich nehme an, er ist auch gegen den Rest der Liturgie immun. Ja, ist er. Korrekt. Ja. Dann 10 erschwert für ihn. Ja. 3. Er ist Rodrigo de Lazar. Natürlich. Dann hast du noch. Zwei Aktionen. Und er auch. Mhm. Aber jetzt muss er das. Jetzt muss er handeln, korrekt? Weil er ich nicht guck so gerade mal auf die Initiative. Hast du eine Menge eh nicht verloren. Nee, ich müsste nochmal handeln. Müsstest du es nochmal, ja? Ja, ich will ihn nochmal umreißen. Weil, komm. Stopp. Ja? Ja? Hammerschlag. Hammerschlag ist eine plus 8. Erleichtert um 3, weil er am Boden liegt. Ja. Also plus 5. Und bei Rafim weht gerade der Nordwind. Entschuldigung. 25 plus 8, dann bin ich bei der 17. Minus 3 bin ich bei der 20. Finte 5. Ja. Finte 5? Ja. Ich werde nochmal um 3 für dich, weil du am Boden liegst. Genau, plus 8. Plus 8. Ich hab von Papa gelernt. Hast du nicht einen Chip? Ja, der Steinboden unter dir explodiert, als du dich wegrollst. Ja, jetzt versuche ich ihn umzureißen und er hat keine Parade mehr. Er kann auch frei ausweichen. Das kann er natürlich. Komm, ich mach keinen Schwertes umreißen, sondern versuche einfach nur zu treffen. Komm. Vielleicht sollst du endlich mal aufstehen, hm? Nein, das bringt überhaupt nichts. Der reißt mich nicht. Ja, genau. Nirgends versteht, dass du jemanden, der am Boden liegt, nicht umreißen darfst. Ich versuche frei auszuweichen. Sehr vernünftig. 20. Ja, komm. 12. Der wird ein Ausweichwert von 12. Obwohl, mit der Erschwernis? Sollte trotzdem gereicht haben. Mit einer 8er Erschwernis? Ja, seine Parade liegen bei 25, 24. Auch sein Ausweichen? Ja. Achso, sein Ausweichen kann gar nicht so hoch sein. Nee, sein Ausweichen. Das ist sein Ausweichen. Genau, dann nee, ist ja Ausweichen. Dann patzt er jetzt nämlich. Dann, Hier ist ein Nahkampfpatzer. Dolphin, ja, okay. Also verliert der, weiter Initiative. Genau, jetzt verliert er 4 nochmal 2W6, weil er wird ja gerade umgerissen. Nee, dagegen darf er die Gewandtheit noch proben. Ja, genau. Achso, ja, safe. Ja, du hast völlig recht. 9. Du hast völlig recht. Und das Schwert um den Schaden von dir. Genau, ich mach den mal eben. Ich hätte das nicht irgendwas wie Schaden über Schwelle oder so? Ich kann es dir sogar zitieren. GE-Probe erschwert um Trefferpunkte. Wie kann ein Manöver so broken? Ja, okay. Hau ihn um. Ja, also so viel GE wird er nicht haben. Also keine 22. Dementsprechend liegt er am Boden, hat gerade 6 und 8 Inni verloren. Jetzt hab ich mehr Inni, du Bastard. Ja, ja, so. Warte. Jetzt kommt vom Boden aus ein Ausfall. Nächste Kampfrunde, oder? Ich glaube ja. Wir sind beide fertig. Ich weiß nicht, was mit den anderen ich ist. Ich glaube auch. Ja, sind alle durch. Nächste Kampfrunde. Nee. Weil wir haben ja gar nicht noch diese Kampfrunde. Mir ist das ganz recht. Nee, das war doch. Wir haben doch gerade die Kampfrunde angefangen. Ich weiß gar nicht. Die beiden haben beide vorgezogen. Ja, richtig. Und wir sind jetzt eigentlich bei der 16. Okay, dann machen wir bei 15. Achso, weil wir auf der 15 von Rafim waren. Entschuldigung, richtig. 16. Ah, ja. Ich war verwirrt, weil Rafim sonst nie unten ist. 16. Sonst ist Bolzweck immer unten. 16. Dukatengardist greift dich an und der geht mir Kabul von hinten auch. Erstmal der Dukatengardist. Ja, ich mach wieder eine Finte 4, weil das eben gut funktioniert hat. 20. Haha, bestätige das mal.
10. Das ist nicht gepatzt. Nein, das ist nicht bestätigt. Er hat eine Erschwernis von 6 und 4, also insgesamt 10. Ja, er trifft auf die 20. Er trifft nicht auf die 20, wir wissen beide, dass er auf die 18 angreift. Nein, Sklaventod 20 ist hier eingetragen. Da ist nochmal, da Dukatengrad ist 20. Was? Das ist seine Attacke und seine Parade ist auf die 16. Ja, gut. Also, es ist einfach nur nicht getroffen. Das war der Dukatengardist. Dann kann ich den Gitmar Gavuljak eher parieren. Möchtest du das machen? Ich möchte dies tun. Du musst dich Aktion positionieren, weil er in den Rücken angreift. Ja, die Zeit habe ich ja jetzt. Ja, hast du. Dann hast du dir mal Aktion positioniert und er kriegt nur noch einen bis auf die 10, nicht auf die 15. Geschafft. Ja, dann parier ich das doch mal. Sehr gut. Das ist nicht gefatzt. Ja, sind trotzdem 1W6 plus 4. Wow. Autsch, okay. Guck mal in die Zone. Bauch, da trifft er mich mit 10? Den 2-4. Also verdoppelt, ne? Hast du schon. Ja. 16, Basaltfäuste, habe ich nicht mehr, die ziehe ich schon mal runter. Salix Kugelus. Ich würde vorziehen. Ich überlege sowieso gerade noch, was er macht. Wegrennen? Ein Dämon rufen? Ich ziehe vor, wie gesagt. Ja. Aber alles, was er tut. Ja, ist okay. Schwadenbeutel werfen. Er ist ja gerade runtergesprungen, er wendet mir den Rücken zu, richtig? Nee, er hat sich Aktion positioniert. Und damit kann er auch dir zugewandt sein. Nee, die Aktienposition, es wird runterspringen. Muss ich auch machen, die Aktienposition. Aber er kann sich ja dabei drehen. Er kann ja 8 Schritt gehen und sich dann zu dir drehen. Das ist ja eine Aktienposition. In der Luft kann er sich drehen? Er konnte das, nachdem er gesprungen ist, als freie Aktion machen. Er hatte die beiden schließlich noch. Okay, gut. Eine freie Aktion geht nicht, aber eine Aktienposition. Ja, so. Also er guckt dich an. Gut, dann greif ich ihn an. Ja. Ich habe auch noch die 4 erhöht auf 22. Ich sag einen Wuchtschlag 5 an. Pass auf, jetzt hat er irgendeinen dummen Rostzauber. Tu mal einen Attack. Treffer für 17. Treffer. Ja, ich überlege gerade, ausweichen bringt halt nicht so viel. Auf was triffst du? Auf die 17? Ja, Treffer. Würfel nochmal. Okay. Treffer immer noch. Na gut. Aber das war das Unglück. Ja, dann kann ich trotzdem versuchen, frei auszuweichen. 20. Uff. 17. Habt jemand mal bitte einen Nahkampfputzer? Kegelbohrer-Flashbacks, ich bin dran. Ist der Nahkampfputzer? Oh, Sturz. Nee. Auch so. Wie viel Schaden? Das sind jetzt 5 plus 4 plus 9. Ja. Nur 9 Schadenspunkte? Nein. Nein. 16. 16? Also noch, kurz. 1W plus 10 plus 5, 1W plus 5 ist richtig, ja. 1 würfel. Schade. Okay, dann neue Lebenspunkte. 20. Warst du nicht zweimal angegriffen? Oder das jetzt das war der erste Angriff. Okay. Und jetzt dauert es vielleicht 8. Ja, zieh vor. Er ist gestürzt. Er kann halt noch was versuchen, irgendwie auszuweichen, aber zieh einfach vor. Ich mach nochmal einen plus 5er Wuchtschlag. Und auch die 17 immer noch. Du denkst daran, dass der Fax-Tempel ihn idealerweise lebend haben will, ja? Zu spät. Problem für einen Fax-Tempel, würde ich sagen. Er könnte eine Ausweichung boden, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich versuch's. 14, nein. Er hat Ausweichen 3 übrigens, aber nein. Er hat's probiert. nur nicht, dass ihr irgendwie denkt, er ist... 18 Trefferpunkte. Okay. 2 Lebenspunkte hat er noch. Und was ist mit deinen Chance? Ja, genau. Das ist die Selbstbeherrschungsprobe. Ach komm, ich lass den Kampf unfähig werden. Dann sind wir fertig an der Front. Die Kidma Kabul sind dran. Die waren schon dran. Nein. Meiner war schon dran, so rum. Du hast gar keine Kidmarker. Achso, deiner, ja. Aber die anderen waren einfach für Abel. Das ist Schild. Meiner, du kannst ihn mir nicht wegnehmen. Doch, den gibt's gar nicht. So, die treffen automatisch gegen den Schild. Ich glaube, dann geht dein Schild auf alle Fälle kaputt. Es sind noch 4 Schildpunkte übrig. Wenn jetzt plus 4 macht, 9 und 6, ne? 9 und 6. Sind 3. Ein Schildpunkt hast du auch. Diese 9 und 6 sind plus 4 jetzt, oder? Ja, genau. Plus 4. Ja. Sind 6. 6 ist einer und 9 sind 2. Aber das. Sind 3. Addiert sich das nicht auf? Dann ist ein Schildpunkt übrig. Ich hab da 4. Okay.
Ein Schild muss er da. Ja, das ist das, was ich eben gerechnet habe. So, Dukaten hat es 16, 19, 19, 22. Jalan hatte schon. Ich hab noch mal. Du hattest dich umgedreht. Ach, richtig, ich habe die Aktionposition ausgegeben. Du hast recht, ich war schon. Hast du auch angegriffen? Du kannst nein, ich habe pariert. Ich habe pariert. Hast du? Gut. Ich hab's nicht geschafft, aber ich habe pariert. 23 Boltax. Dein Gegner tanzt. Jo, dann gehe ich vorbei. Das ist mir relativ egal, weil der jetzt ja sowieso nichts mehr macht. Ich würde gerne mich hier hinstellen oder, nee, sagen wir mal, ich gehe nur eine Aktionsschritt. Also, und ich würde gerne mir mit, wie heißt denn das Talent? Ich würde gerne angucken, wie Zulamin sich in dem Kampf gegen Lucan Keseda macht momentan. Also, wie es da läuft, Kriegskunst. Oder ja, Menschenkenntnis. Nö, Kriegskunst. Solide nicht geschafft. Also meine ich, Zulamin hatte alles unter Kontrolle. Ich kann ja, weiter. Sie hat gerade ihren Säbel in den Boden reingeworfen, ein besonders elegantes Manöver. Du hast nicht genau verstanden, warum man das tut, aber sie wird einen Grund haben, weil sie es Zulamin, dass sie ihren Säbel da reinsteckt. Ja gut, also dann kann ich weitergehen. Dann würde ich noch zwei Schritte gehen und erst dann tanzen. Du siehst, dass die Basalfürst aufgestanden sind und dem Kampf zu gucken. Ich möchte anmerken, dass ich beleidigt bin, dass er für eine falsche Probe gesagt bekommt, dass alles bestens ist. Es ist alles wunderbar. Lucan Keseda gegen Zulamin. Du musst dich erstmal Aktion positionieren, richtig? Weil du ausgewichen bist. Nö. Nicht? Gut. Ich sage an, eine Attacke, zwei Paraden. Ich schaue mir erstmal seine Attacke an. Habe ich nur eine Erschwernis vom letzten Mal? Weißt du das? Du hast es doch den Angriff zum Abbauen gemacht. Genau. Gut, dann Finte 8. Mann, warum mache ich das? Nicht getroffen. Gut. Weil du machst das, weil du musst, um durch ihre Parade zu kommen. Ja. Gut, wenn er mit den anderen beiden parieren will, dann fange jetzt wohl ich an mit dem Spiel. Ja. Achter Finte. Dann mache ich keine Entwaffnung, sondern baue nur meine Erschwernis ab. Was habe ich gesagt? Achter Finte sind 4 und dann 12 erschwert. Ich muss gar nicht. Okay, es ist einfach nur nicht gelungen. Wir sind beide schlecht. Gut, dann hast du noch eine Attacke? Ich habe auch noch. Oder willst du doch parieren? Nein, er hat es ja nicht geschafft. Ich habe da noch eine Aktion übrig. Ich habe noch zwei Aktionen. Du hast noch eine Aktion, ich habe noch eine Aktion, glaube ich. Ich glaube, wir haben uns ausgecancelt, weil wir es beide einmal nicht geschafft haben. Wir haben beide noch zwei Aktionen. Okay, also ich